Ruffy vs. Bucky the Clown. 海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない2人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィは、そこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とはナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。げ、何すんだ。ブワッハッハッハッハッハ、改造を返した上に親分売って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか？いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。Oh yeah, und so fängt das Ganze an, und diesmal mit Zorro, Freunde. Oh Mann, ich hoffe, darf ich mal noch raus, irgendwie? Episodenauswahl? Ja, danke. Wir können ja gleich wieder rein, aber
seit ich noch Updates machen musste, um die restlichen Kleider zu kriegen, weiß ich nicht, ob das alles so gespeichert wurde, wie ich das gerne wollte. Deswegen gehe ich nochmal in die Spieleinstellungen. Dein Ernst gerade? Zum Glück bin ich nochmal rausgegangen, sonst hätten wir die Story wieder mal nicht mitgekriegt. Jo. Dann legen wir mal nochmal los. Im letzten Part haben wir schon den Epilog wieder durchgenommen. War auf jeden Fall eine nice Scheiße. Diesmal nehmen wir wieder Zorro, ne? Denn auch den müssen wir noch auf Level 50 bringen. Wird zwar dort nicht viel bringen, aber ey. Immerhin. So. Darf ich mal überspringen? Dankeschön. Yo. Schon sind wir wieder hier. Und jetzt fangen wir das Gemetzel an. Let's go. Na los, Kollege. Und wie ihr seht, im schönen Z-Gewand vom Z-Film, um ja hier schön aufräumen zu können. Eine Sache muss ich aber noch vorweg angucken. Kampfgeschichte auch nicht. Schatzereignis. Erobere mit Zorro schnell und möglichst unverletzt die gegnerischen Territorien. Okay, kein Problem. Hole mit Ruffy Buggy ein oder Verbündete in Schwierigkeiten zu bringen. Okay, gut, da haben wir wieder nur ein Schatzereignis, das wir heute sehen. Leider, aber dafür das von dem guten Zorro. Wundervoll. Also ich mag dieses Zoro-Moveset ungemein. So, hi. Na? War das gut genug? Ich glaube ja. Davon hat man zwar nicht viel gesehen, aber das Territorium wurde gleich eingenommen, würde ich sagen. Ne? Die mich verarschen. Wann kommt hier bitteschön der olle Hauptmann? Darf ich mal. Ruffy, warum bist du schon halb tot? Ja, gut, du hast natürlich die natürlichen Kleidungsmonturen dran, kein Wunder. Aber gut. Sollte auf jeden Fall auch klar gehen. Endlich! Warum erst jetzt? So, ich würde mal sagen... Arsch. Kollege. So war das alles an Territorien gerade. Super. Na, irgendwelche Mädchen noch, die ihr irgendwie veranstalten wollt? Warum? Hast du dich vorher nicht bewegen können, Zorro? よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。 아んたも行くの? お腹の傷は? 腹の傷より、やられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。 シュッシュッシュ! じゃ、行くぞ! Ich finde ja gut. この町を守ってくれないか? Ich gehe zuerst hoch. ぶっ飛ばすだけじゃなくて、守るの!
ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。Ist ja kein Problem. Ich möchte ja gerne rein. Ja, super. Euer Scheiß Ernst gerade. Ey, willst du mich verarschen? So, verzieh dich. Na, will noch wer? Warum bist du jetzt wieder angehalten? So. Ich glaube, bei euch hackt's, ne? Siegbedingungen haben sich schon ziemlich verändert, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, let's go hier rein. Kommt schon hier all wieder? Ich weiß es nicht. Zumindest gibt es ordentlich aufs Fressbrettchen für die Jungs. Yes. Ich glaube, das war's. Jo. Und Schatzereignis von Zorro erledigt.俺とお前らとの格の違いを教えてやるよ。貴様、この人数を相手に何で引かねえんだ。俺はこの先たった一度でも負けるわけにはいかねえんだ。こっちはまだ仲間がいるんだ。本気で勝とうってのか。この程度の数を相手に負けたとあっちゃ俺のこの先が思いやられるよ。 Das ist wohl wahr. Sagasta yo, Luffy. Hisashiburi da ne. Ha? Masaka atashi no kono kao o wasureta wake ja nai yo ne. Dare da omae? Buggy no nakama ka? Aitsu to wa anta o sagasu mokuteki de te o kundan da. Atashi no otoko ni naru no nara, aitsu ni makete cha hanashi ni naranai. Dass du die mit der Eisenkeule nicht erkennst. Wie die was könnte, man. Dein Ernst gerade? Wo ist die Lady Alvida? Hi Alvida! Darf ich dir mal zeigen, wie das in unserer Stage so gemacht wird? Okay. Du willst es nicht anders. Wundervoll. Und was machst du, wenn nur einmal getroffen? Du machst ja bei beiden das Gleiche. Das ist ein bisschen lame, Zorro. Aber gut. Akzeptiere ich. Notwendigerweise. Dann zieh dich vorübergehend zurück, Alvida. Was? Und was willst du dort? Jo, das war's. Jetzt gehe ich mal dort unten aufräumen. Würde ich sagen. Weil unsere Base ist in Gefahr, die wir eingenommen haben. Denn sie wird von einer ganzen Horde einfach mal so überrannt. Aber nicht solange ich noch hier bin. Ne? Würde ich ganz einfach mal so sagen. Ultra geil. Ultra geil. Mir fehlt nur die Springtaste. Die kann man sogar in der Dynasty Warriors 4 Session. Aber ist egal. Auch okay.
Immerhin haben wir hier so ordentlich aufgeräumt. So. Auch mit dir werden wir aufräumen. Ihr Einfallspinsel, ihr seid echt nicht ganz dicht. So, Nami. Für dich ist hier alles gesäubert. Und Momenti. Ich muss hier noch mal kurz aufräumen. Was? Die Basis habe ich eingenommen. Vollidiot. So. Das war's. Na, wer will noch? Wer hat noch nicht? Dein Ernst gerade. Was macht ihr hier? Dein Ernst, besiege die feindliche Verstärkung. Lächerlich. Ihr wollt mich damit irgendwie triggern? Tja. Habt ihr schon mal davon gehört? それだけか。覚悟はできてんだろうな。派手に打て。Nicht wirklich. Sie hat schon ganz recht. Wenn man Piraten bestiehlt, ist es kein Diebstahl. Ganz im Ernst. So. Ich glaube, ihr seid wieder weg. Das war's. Wer hat hier Bomben geschmissen? Oh, der Anführer ist schon hier. Ist ja witzig. Oh, ausgewichen. Du und welche Armee, bitte? Sorry. Wir müssen da mal. So, wo geht das Türchen noch auf? Dankeschön. Und als wenn ich euch zu Nami kommen lassen würde. Seid ihr behindert? Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche? Ich glaube nicht. Das ist vorbei. Lächer. Dein Ernst gerade. Na wartet, Kollegen. Mit euch verfahre ich im Eileswinde. Genau wie mit den anderen. So. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch, würde ich sagen. Darf ich mal? Hopp, gehört mir. Diese Schätze natürlich. So.
Wollt ihr mich verarschen? Warum zur Hölle lebst du noch? Und warum wurde ich so zurückgespickt? So, jetzt noch eine Ehrenrunde gedreht. Und jetzt ab zurück in unser Viertel. Wir müssen da nämlich noch ein wenig verteidigen, würde ich sagen. Ist klar, wie schnell die mal ist. Die Scheiße all wieder. Will die mich verarschen? Alvida, hey, Piraten-Captain. Ich bin runtergefallen. Okay, dann kommt hier runter. Ist mir auch egal. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ich glaube nicht, ne? Und wo ist dieses scheiß Alvida? Ach, da ist die Kuh. Was willst du eigentlich? Alvida, du bist nur von anderen Sachen geschützt, aber nicht vor Elementschaden. Schon mal davon gehört? So. Mal schauen, wie viel dir das abzieht. So. Beerdigt die gute Kuh. So. Deine Verteidigung ist geplatzt, mein guter Herr Gesangsverein. Was? Willst du mich verarschen? Also das könnte sogar möglich sein, mit beiden zu machen. Wenn man Ruffy nimmt und einfach so weit macht, bis der Anführer auftaucht und dann mit Zorro das Ganze beenden lässt. Ich glaube, bei euch hakt's echt im Karton. So. Dankeschön. Finde ich sehr schön, die Zusammenarbeit. Nur, dass Ruffy nie trifft. Ist ziemlich schade, aber ey. Ändern kann man es nicht. Oh, Schatztruhe in Sicht. Hab sicher schon ein paar liegen lassen. Aber wenn ich sie sehe, nehme ich sie gerne mit. Na, seid ihr wirklich sicher, dass ihr das wollt? Ich glaube nämlich nicht. Warum zum Geier sind dort noch zwei Kommandanten am Leben? Hallo, ihr scheiß Kommandanten. Seid ihr noch zu retten? Dorfbewohner werden hier nicht angekratzt. Sonst klatsche ich dich in die nächste Tonne. Flötenheini. So. Alle deine Verteidigungen sind im Arsch. Und du kannst nichts weiter als nur noch dich zur Schau stellen. Hi, Buggy. Ach, du zeigst mir deinen Hintern. Jetzt kriegst du auf die Fresse. So. Jetzt mal schauen. Das erste Drittel ist weg. So. Halt die Backen ohne Spaß, Kleiner. Ey. Willst du mir sagen, du wolltest mir gerade Schaden zufügen? Ich glaube, es hackt. Ja, super. Hat nicht ganz den Erfolg erzielt, den ich wollte. Wo bist denn du? So. Diese Ulti macht gar nichts, wenn ich nicht in dem Radio stehe. Das ist der eigentliche Scheiß an Buggy. In diesem Spiel zumindest. So. Dankeschön. Ich übernehme jetzt mal das. Und ich glaube, ich würde mal sagen, kannst du mir einen Freund nennen? Ja, auf jeden Fall.
So, und nun auch das hätten wir, Freunde. Dann werden wir das jetzt mal überschreiben. Das habe ich ja im letzten Part einfach mal abgebrochen. Ja, ne, nein. Ja, gut. Speichere ich das mal eben so. Und ja, Freunde. Wenn ihr noch eine weitere Folge sehen wollt, schaltet im nächsten Part wieder ein. Captain Black, das Superhelden, werde im nächsten Part dezimiert. Und ja, wie es dann zur Sache geht, werden wir dann sehen. Was ist das eigentlich für ein Schatzereignis? Setze die Substrategie um. Aha, bekämpfe Captain Black. Okay, werden wir mit Lissop kämpfen im nächsten Part. Wird auf jeden Fall lustig. Bis zum nächsten Mal. Tüdelö.